Ja? Frau Lindner? Ja? Ich bin's, Schmöcke. Ich kann hier nicht lange reden, aber ich brauche Sie ganz dringend. Ich bin hier unten an der Saale an der alten Anlegestelle. Auf dem Restaurantschiff. Bitte beeilen Sie sich. Ja, bin schon unterwegs. Besprochen. Ich bin pünktlich. Herzlichen Glückwunsch, das gibt zwei Kästen Bier. Machen Sie sich nichts draus. Das kann doch jedem passieren. Dafür ist ja so eine Ladekiste da. Das Durchladen üben wir aber noch mal. Ist nicht so schlimm. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung, danke. Ilka? Ilka? Ja? Was? Na komm, wir haben einen Einsatz. Was denn? Ruhestörung. Ich freue mich. Leute, komm. Hey, Jungs, kommt mal rüber, holt euch was zu essen ab. Ich mein. Guten Abend. Hey, schön, jetzt geht's richtig los hier, wa? Eingeladen oder was? Ach nee, hoher Besuch.
Was ist los? Hat einer falsch geparkt? Wir haben eine Anzeige wegen Ruhestörung. Was habt ihr? Wer hat denn angerufen? Würden Sie bitte mal die Musik leiser stellen. Danke. Mach mal aus. Die Musik kommt mal. Und? War's das jetzt? Wenn's so bleibt, schönen Abend. Hey, leiser machen. Jetzt? Scheiße, Moin. Leute, bitte jetzt. Macht doch keinen Stress hier. Schmücke? Hallo? Hoch soll's leben, hoch soll's leben, dreimal hoch, 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 hoch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ich bin platt. Also haben Sie es doch gewusst. Hallo, wir sind Kriminalisten. Das ist... Ein guter Einfall von uns. Na dann, guten Appetit. Ich wiederhole, Hallore 10 an alle. Angriff auf Polizeibeamte aus einer Menschenmenge. Unklare Lage. Fahren Sie Jägerstraße 8. Lecker. Und der Kuchen besonders. Da kann ich überhaupt nicht mehr aufhören. Na, schlagen Sie doch zu, Sie können es sich doch leisten. Mm, das sagen Sie schon, mit 30 baut man ab. Was, Mücke? Ja. Was? Um Gottes Willen, wo? Sind schon unterwegs. Kollege ist erschossen worden. Was denn passiert? Wir hatten eine Anzeige wegen Ruhestörung. Kaum waren wir hier, sind die auf uns los. Die haben mit Flaschen geschmissen, mit Böllern. Scheiße, wir sind nur noch gerannt und haben Verstärkung gerufen. Wer hat auf den Kollegen geschossen? Ich weiß es nicht. Die Kollegin Krein, da, die hat ihn gefunden in der Jetzt Werkstatt im Hof. Sie mich los, ich kann alleine gehen. Was werfen Sie mir überhaupt vor? Kinder, alle mitnehmen und Erkennungsdienst Sie behandeln. Das wird ein Nachspieler haben. Frau Grein? Ja, erzählen Sie mir. Frau Grein, was ist da drin passiert? Ich weiß nicht. Ich bin gerannt, aber da waren so viele. Und Flaschen und...
Dann wollte ich mich verstecken. Aber jemand ist mir hinterher und hat mich im Kopf geschlagen. Ich weiß es nicht. Als sie wieder zu sich gekommen ist, da hat sie Nils gefunden. Tot. Wo waren Sie? Sie sind doch Streifenkollegen, oder? Wir sind getrennt worden. Was glauben Sie, was hier los war? Ja, deshalb sind wir ja hier, um das herauszufinden. Wer hat dann die Anzeige wegen Ruhestörung aufgegeben? Irgendein Herr Möller aus der Nachbarschaft hier. Ich kümmere mich drum. So, und Sie zeigen uns jetzt den Tatort. Sie ist eine Frau. Oh Gott, ja. Tut uns leid, Sie können da nicht rein. Ich muss zu Nils. Ich muss zu meinem Mann. Die Angehörige. Ich mach das schon. Komm, Jenny. Nils Rotter, 32 Jahre alt. Seit 14 Jahren bei der Polizei. Mein Gott. Haben Sie schon irgendwas gefunden, Frau Weyrand? Ja, wir haben 3 Patronenhülsen gefunden, 9x19, wie unser Kaliber. Es gibt einen Schwisser. Einen in der Decke, einen in der Wand. Ja, und den einen. Ja. Wo ist denn seine Pistole? Die haben wir bisher noch nicht gefunden. Na, vielleicht liegt sie hier irgendwo in dem Chaos. Die gesamte Werkstatt muss aufs Genaueste abgesucht werden. Ja, wir sind doch dabei. Mitten in der Woche. Ich schlaf nach vorne raus. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der morgens früh raus muss. Ich war unten. Ich habe nur darum gebeten, dass Sie die Musik leiser drehen. Keine Chance. Deshalb haben Sie die Polizei gerufen. Nee, danke. Na klar. Nach meinem Anruf kam gleich ein Streifenwagen, aber da ging der Teufel da unten erst richtig los. Trotz Verstärkung sind die auf die Polizisten losgegangen. Flaschen sind geflogen und Steine. Und andauernd hat's geknallt. Schüsse? Waren es Schüsse? Nee, Böller, Feuerwerk. Das waren sicherlich die Typen drüben aus dem Hinterhaus, dieser Autonomen. Nur Feuerwerk? Naja, möglich, dass da Schüsse dabei waren. Und das war ein totales Chaos. Was mich interessieren würde, wer hat die Polizisten angegriffen? Nur die Autonomen? Da waren alle möglichen Leute. Bei den Spannungen, die wir hier haben, da kocht schnell was hoch. Spannungen? Ja, wegen der Modernisierung. Höchste Zeit, dass der Schandfleck da drüben verschwindet. Meine Meinung. Aber da gibt es natürlich Leute, die das anders sehen. Das war keiner von uns. Von uns erschießt doch keiner Polizisten. Aber Flaschen auf sie werfen ist okay. Ich habe nichts gemacht. Hätten Sie aber gekonnt. Wenn ich Sie mir so anschaue, Herr van Wohl. Man muss nicht unter 50 Kilogramm wiegen und schwulen Schal tragen, wenn man Architekt ist. Auf dem Bau wird man nur respektiert, wenn man noch zugreifen kann. Sie meinen wohl zuschlagen? Ich habe diesem Polizisten nichts getan. Wer hat die Schlägerei angefangen? Das weiß ich nicht. Fragen Sie mal Ihre Kollegen, die sind ja eingeritten wie die Sheriffs. Ach, und haben angegriffen. Ein Mann und eine Frau gehen auf 30 Leute los. Waren Sie in der alten Werkstatt? Nein. Wer war dort? Was weiß ich denn? Hat's ja dort geblitzt und geknallt. Geknallt? In der Werkstatt und nicht davor? Ja. Schuss oder Feuerwerk? Scheiße. Das waren Schüsse. Dieser van Wohl ist der Architekt, der die Sanierung hier durchführt. Er hat wohl versucht, mit der Hofparty die neuen und alten Bewohner zusammenzubringen. Der die Polizei gerufen hat, der fühlte sich durch das Fest ziemlich gestört. Und noch was. Van Wohl ist sich übrigens ziemlich sicher, dass in der Werkstatt mehr als 3 Schüsse gefallen sind. Wir haben 3 Hülsen gefunden, mehr nicht. Ja, dann müssen Sie welche übersehen haben, Frau Weyrand. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir noch nicht durch sind. Wir suchen danach jetzt alle. Thank you.
hab eine. Lutz. Hier ist noch eine. Frisch. Neumann 19. Wie unser Kaliber. Und wie die anderen drei. Nicht nur das. Ist dieselbe Marke wie unsere Munition. Oh, Weigand. Kommen Sie doch mal. Hast du auch eine? Nee, was anderes. So. Das ist ja ein Einschuss. Ja. Also zwei Schüsse in Richtung Nils Rotter, einer an der Decke und einer hier. Genau gegenüber. Und hier ist noch einer. Hat hier ein Schusswechsel stattgefunden? Alle 9 Millimeter. Und unsere Munitionsmarke. Dass wir doch nicht zwei Polizisten aufeinander geschossen haben. Wir müssen die Waffen aller hier eingesetzten Beamten überprüfen. Ich habe alle Pistolen checken lassen. Nirgends fehlt ein Schuss. Nur an die Waffe von Ilka Grein konnten wir noch nicht ran. Im Krankenhaus. Nee, da ist sie ja nicht mehr. Na, sie wollten sie über Nacht da behalten, aber sie hat darauf bestanden, dass sie nach Hause kann. Sie glauben, ich habe Nils erschossen? Haben Sie die Waffe abgefeuert? Ich habe nicht geschossen. Patronen fühlen ihn was keine. Was genau ist denn passiert? In der Werkstatt wurde 6-mal geschossen. Von wem und wann, das können wir noch nicht sagen. Nils ist tot. Können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Nein. Interessiert aber keinen, oder? Doch, doch. Wir können das auch auf morgen verschieben. Nein, machen Sie. Fragen Sie. Sie waren doch die Erste vor Ort, zusammen mit dem Kollegen Holst. Was hat sich denn genau abgespielt? Wir haben gebeten, die Musik leiser zu machen. Aber irgendjemand hat die Musik wieder lauter gedreht und es gab ein Gerangel. Holst ist dazwischen. Und dann hat irgendjemand geschrien auf die Bullen. Die erste Flasche flog und dann ging's los. Bullen klatschen. Und was haben Sie da gemacht? Wir sind gerannt. Ich wollte zurück, aber der Weg war versperrt und dann bin ich irgendwo hin und da war eine Tür. Die von der Werkstatt? Da bin ich rein. Oh. Ja, und weiter? Die sind hinter mir her und haben die Scheiben eingeschlagen und haben mich gejagt. Und da haben Sie Ihre Waffe gezogen? Nein. Nein. Wie sind Sie denn zu dieser Kopfverletzung gekommen? Irgendjemand hat zugeschlagen mit einem Stock oder einem Rohr. Ja. Irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht und habe Nils gefunden. Sind Sie zusammen mit Nils Rotter in die Werkstatt gelaufen? Nein. Nils muss später gekommen sein, ich war ganz allein. Von der ganzen Schießerei haben Sie nichts mitbekommen. Ich war total weg. Wir haben Nils erschossen. Und ich habe in der Ecke gelegen und nichts mitgekriegt. Sagen Sie mal, Frau Kollegin, sind Sie der Meinung, Tabletten und Alkohol, das ist eine sinnvolle Kombination? Spielt das jetzt noch irgendeine Rolle? Würden Sie dann den Mann wiedererkennen, der Sie niedergeschlagen hat? Nein! Jenny, aufstehen!
wird alles gut. Nichts wird gut. Es wird alles gut. Nie mehr. Doch, 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 es wird alles gut. Rosamunde hat die ganze Werkstatt auf den Kopf gestellt. Es bleibt bei 6 Schüssen und keine Spur von Nils Rotters Pistole. Was ist mit den Festgenommenen? Wir haben 21 Leute hier. Alle sind erkennungsdienstlich behandelt und auf Schmauchspuren untersucht worden. Und die Vernehmung? Ach, keiner hat was getan, keiner hat was geworfen, keiner hat einen Polizisten angegriffen. Und natürlich, welch Wunder, es war auch keiner in der Werkstatt. Na, werden wir ja sehen. Also los. Nicht dabei. Sind Sie sicher? Der mich niedergeschlagen hat, hat andere Haare und so ein Palästinensertuch. Da kennen Sie sonst irgendjemanden? Nummer 3 ist einer von denen, die mich in die Werkstatt gejagt haben. Gut, danke schön, das war's schon. Was haben Sie denn mit der Pistole gemacht? Ey, was für eine Pistole, Mann. Ich bin Pazifist, okay? Ja, natürlich. Und die schmeißen mit Steinen und Flaschen. Die Pazifisten nicht. Ey, Mann, die Bullen haben uns angegriffen, okay? Die sind auf uns los, wie immer. Wir haben uns nur gewehrt. 2 Polizisten greifen 20 Männer an. Ey, ich hab nichts getan. Sie haben die Polizistin in die Werkstatt gehetzt. Sie haben sie mit eingekreist und niedergeschlagen. Das war ich nicht. Nee, das war einer mit Palästinensertuch. Wie heißt denn der? Ja, keine Ahnung. Dann kam der andere Polizist rein. Wer hat denn auf den geschossen? Sie! Hey, was? Oh, hey, Leute, Mann, ey, ich schieß doch auf keinen. Das macht keiner von uns. Aber der Kollege ist tot. Hey, was? Fuck. Sie haben einen Polizisten ermordet. Ey, Leute, scheiße. Nein, nein, Mann, kacke. Ey, ganz ruhig, okay? Ich mach sowas nicht. Keiner von uns macht sowas. Okay, Pike hat da nur so ein bisschen... Pike? Ich sag jetzt nichts mehr. Schaffen Sie das? Wenn da was drauf ist, dann kriege ich es auch runter. Na, dann schauen wir mal. Beschädigt. Sie ist mal groß. Punk. Naja, das ist einer von denen, die Ilka verfolgt haben. Aber der daneben, mit dem Palästinensertuch, der war nicht unter den Festgenommenen. Wer ist dieser Mann? Oder feiern Sie immer mit Fremden? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich kenne nur seinen Vornamen. Jürgen, glaube ich. Wohnt er bei Ihnen? Ja, im Hinterhaus, im 2. Stock. Ah, da, wo die Parolen aus dem Fenster hängen. Spekulanten raus und so. Die Jungs sind schon okay. Ja, sieht man mal davon ab, dass sie Polizisten jagen und ermorden. Glaube ich nicht. Ach, das glauben Sie nicht? Nein. Gut, sie haben am Anfang ein bisschen Stress gemacht, als ich vorne das Haus saniert habe. Ja, und? Als sie kapiert haben, dass wir ihnen gar nichts wollen, da war es eigentlich ganz harmonisch. Ihr Nachbarschaftsfest artet in eine regelrechte Schlacht aus. Und Sie reden hier von Harmonie? Bis die Polizei aufgetaucht ist, war eigentlich alles okay. Und? Haben Sie schon was? Nee, nichts. Also unter dieser Adresse ist niemand gemeldet, der Jürgen heißt. Nur ein Stefan Weidemann. Ach, den haben wir schon erfasst. Der war mit dabei, als Ilka Grein in die Werkstatt gelangt wurde. Aha. Mist. Einfach nichts. Haben Sie mal eine andere Schreibweise versucht? Ja, in Englisch mit AI, mit EI. Ach, mit Y noch nicht. Sag mal, bringen Sie neuerdings Ihre Haustiere mit?
Was ist das? Eine Spinne. Oh Gott, die habe ich ja völlig vergessen. Lassen Sie das Glas zu. Zulassen. Machen Sie mal weiter. Wie sieht's denn beim BKA aus? Staatsschutz, Stichwort Autonome. Okay. Nee. Weiter. Tja, könnte doch sein, oder? Meinst du? Ja, vielleicht ohne Bart. Können Sie den Bart mal versuchen wegzumachen? Sagen wir ja. Ja. Das ist er. Wer ist denn das? Jürgen Baumann. Spitznamen Pike, Molo, Kette. Geboren 86, also 25 Jahre alt. Festnahmen in Berlin, Freiburg, Hamburg, Heiligendamm. Aha, Verwahrungshaft wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und illegalem Waffenbesitz. Man hat ihn mit einer Pistole erwischt. Gut, dann geben Sie das an die Fahndung. Die Kollegen sollen vorsichtig sein, er ist bewaffnet. Ein toter Polizist reicht. Haben die Schmauchproben was ergeben? Negativ. Keiner von denen, die wir festgenommen haben, hat eine Waffe abgefeuert. Was machen wir jetzt mit den Leuten? Wir sind erkennungsdienstlich behandelt. Wir müssen sie laufen lassen. Ja, die Schlägerei? Ja, von denen war angeblich keiner dabei. Das werden wir ja sehen. Wir haben eine ganze Menge Fingerabdrücke gesichert. An Steinen, Flaschen und so weiter. Was muss denn der Staatsanwalt entscheiden, ob er Anklage erhebt und gegen wen? Ich will diesen Polizistenmörder. Wir sollten kommen. Was ist denn los, Frau Weigand? Ah ja, die Hülsen, die wir in der Werkstatt gefunden haben, stammen alle aus einer P-225. Ja, und weiter? Bei der links sitzt der Treffer des Schlagbolzens fast in der Mitte. Bei der anderen ziemlich azentrisch. Das bedeutet, es wurde tatsächlich aus zwei verschiedenen Waffen geschossen. Jeweils dreimal. Eins ist sicher. Der Mörder hat das gleiche Modell benutzt wie unsere Dienstwaffen. Von den Kollegen, die vor Ort waren, kann es keiner gewesen sein. Das haben wir ja überprüft. Moment mal. Bei den Straßenschlachten am 1. Mai in Berlin, da ist einem Kollegen seine Waffe geklaut worden. Baumann stammt aus Berlin. Und er hat Erfahrung mit Waffen. Können wir nur hoffen, dass die Fahndung was bringt. Naja, die ist längst raus. Im Radio, im Fernsehen. Ja, der Polizist hat sein Foto, aber noch keine Spur von ihm. Ich habe mir seine Akte angesehen. Der Mann hat sein Abitur mit 1,2 gemacht. Wer ist nicht dumm? Und zudem gefährlich. Irgendwann wird er einen Fehler machen.
Ach ja, Kollegin Lindner, ihr Fahrrad stand ja noch unten an der Saale. Moin, hatte ich ganz vergessen. Ich nicht, morgen. Sie hatten sich Ihren Geburtstag sicher anders vorgestellt. Ich bin mir gar nicht vorgestellt. Ja, Frau Weigand, was denn? Hä? Wir sind hier schon unten im Hof, wieso? Ja, wir kommen sofort, sofort. Ach. Einer meiner Techniker meinte, er hätte was Komisches entdeckt. Was Komisches in der Kriminaltechnik? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe in diesen Räumen noch nie was Komisches gesehen. Was ist nicht so spannend? Wir haben jede Menge Fingerabdrücke gesichert. Sie wurden in der Nacht mit allen Datenbanken abgeglichen, auf die wir Zugriff hatten. Und es gab einen Treffer? Zwei eigentlich. Die Fingerabdrücke an dem Rohr, mit dem die Kollegin Ekagrein niedergeschlagen wurde, stammen tatsächlich vom Baumann. Das war ja zu erwarten. Aber das nicht. Dieser Fingerabdruck war auf einer Bierflasche. Der Mann ist auch vom System erfasst. Ein Autonomer? Nein. Majewski Johannes? Er wurde wegen eines Mordversuchs an einem Polizisten verurteilt. Na, festnehmen. Wird nicht möglich sein. Wieso? Wo ist denn das Problem? Er sitzt schon im Gefängnis. Was? Ich bin mir sicher, dass ich ihn hier irgendwo schon mal gesehen habe. Schönes Exemplar. Tun Sie die weg! Tun Sie die weg, bitte! Was wollen Sie eigentlich noch mit der Spinne? Die Frage ist, was die Spinne mit mir wollte. Oh. Hier, das ist er, Johannes Majewski. Tatsächlich. Gut, um den Herrn werde ich mich kümmern und ihr versucht herauszufinden, wer die Frau ist. Kennen Sie die Frau? Ist die jetzt auch verdächtig? Beantworten Sie bitte die Frage. Wohnen Sie hier? Astrid Pohl, erster Stock. Und sie bringt niemanden um. Noch nicht mal Polizisten. Eher im Gegenteil. Was soll das heißen? Die ist Krankenschwester. Und wenn Sie zu ihr wollen, dann werden Sie kein Glück haben. Soweit ich weiß, hat sie Frühschicht. Das heißt, sie kommt erst um 4 nach Hause. Hallo, Sid. Hey. Moment, Entschuldigung. Sagen Sie Ihren Freund Jürgen Baumann, haben Sie den zufällig gesehen? Der hat nichts gemacht. Ach ja? Das weißt du genau? Warst du die ganze Zeit mit ihm zusammen? Oder haben Sie mit ihm gesprochen seit letzter Nacht? Ich sag nichts mehr. Aber den kriegt er eh nicht. Wenn Pike untertauchen will, dann taucht er unter. Der ist viel zu clever für euch. So, bitte. Johannes Majewski ist Freigänger. Was? Wenn ich richtig informiert bin, hat er doch 7 Jahre bekommen wegen versuchten Totschlages. Er hat stets beteuert, nicht geschossen zu haben. Ja. Hier sitzen ja nur Unschuldige. Dass er kein Geständnis abgelegt hat, hat sich auf jeden Fall negativ auf die Gesamtstrafe ausgewirkt. Und trotzdem ist er Freigänger? Er hat 4 Jahre verbüßt und er ist ein vorbildlicher Gefangener. Ja. Er hat eine sehr gute Sozialprognose und es bestehen beste Aussichten, dass er in 3 Monaten auf Bewährung entlassen wird. Was macht so ein Mann mitten in der Nacht auf einem Hof fest? Er hatte dieses Wochenende Hafturlaub. Er war bei einer Schlägerei, wo ein Polizist erschossen wurde. Das war jetzt zum ersten Mal. Besteht ein Verdacht gegen ihn? Wir haben seine Fingerabdrücke gefunden im Umkreis des Tatorts. Ich denke nicht, dass das Zufall ist. Deshalb wollte ich mit ihm reden. Dann müssen Sie ihn an seinem Arbeitsplatz aussuchen. Er arbeitet in der Schlosserei im Reichsbahnmuseum. Wie gesagt, er ist Freigänger. Ja, ja, ich verstehe. Wo war das denn eigentlich, dieses Hoffest? Jägerstraße 8 hier in Halle. Ich glaube, da wohnt seine Verlobte. Danke. Die Fahndung hat überhaupt noch nichts ergeben. In Hamburg nicht, in Berlin nicht. Keiner der Zeugen hat ihn hier in Halle gesehen. Wo würde sich einer verstecken, der so clever ist wie dieser Baumann? Wo man ihn zu allerletzt vermuten würde.
stillen, Polizei! Sie sind vorläufig festgenommen. Und jetzt verdächtigen Sie mich? Das habe ich nicht gesagt. Bulle fällt tot um und zu wem kommen Sie? Herr Majewski, ich will nur, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Also geht's immer los mit ein paar Fragen. Ich kann Sie auch ganz förmlich aufs Präsidium bestellen. Passen Sie auf, ich habe eine Menge Scheiße gebaut, das weiß ich. Ist vorbei. Ich bin Freigänger. Ich komme in ein Vierteljahr raus. Ich habe einen Job. Ich habe eine Frau, die mich liebt. Ich kann keinen Ärger brauchen. Deswegen mache ich auch keinen. Sie können doch in dem Zustand keinen Dienst machen. Soll ich zu Hause sitzen, an die Decke starren, auf Nils warten, der nie wiederkommt? Trotzdem, gehen Sie nach Hause. Sie haben sich alle zurückgezogen, als das Ganze da auf dem Hof losging. Glauben Sie, ich würde riskieren, dass die Polizei mir wieder was anhängt? Ich habe damals nicht auf den Polizisten geschossen. Der hat zuerst geschossen. Dann haben sie mir die Waffe in die Hand gelegt und abgedrückt. Die haben damals alle gelogen. Darum geht es jetzt nicht, Herr Majewski. Haben Sie rund um die alte Werkstatt irgendetwas beobachtet? Die sind alle rausgerannt als... Ja, weiter. Als was? Hören Sie, ich will keinen Ärger. Den kriegen Sie aber, wenn Sie mir was verschweigen. Herr Gott, Sie müssen doch was gesehen haben. Sind doch große Fenster zum Hof. War dieser Mann dabei? Ja. Ja, er ist da reingelaufen. Und weiter. Was haben Sie genau gesehen? Ich habe nichts getan. Ja, Sie haben ja nur einen Polizisten erschossen. Ist keine große Sache, ne? Ich habe niemanden erschossen. Und wie kommen dann die Schmauspuren an Ihre Kleidung und an Ihre Hände? Das habe ich auch schon gesagt. Ich habe Kanonenstiege geworfen. Wie hatten Sie gerade zufällig dabei? Nee, wieso zufällig? Ich habe halt Spaß mit den Dingern. Wo haben Sie die Pistole gelassen? Was ist denn für eine Pistole? Ich habe in meinem Leben noch keine Waffe in der Hand gehabt. Da haben wir aber andere Informationen. Es gab ein Verfahren gegen Sie wegen illegalen Waffenbesitz. Naja, dann steht da auch drin, dass das Verfahren fallen gelassen wurde. Mit so einem Scheiß beschäftige ich mich überhaupt nicht mehr. Na klar, inzwischen sind Sie also auch Pazifist geworden. Nee, Pazifisten sind Weicheier. Von Typen wie Ihnen lassen Sie mir überhaupt nichts erzählen. Von Typen wie mir? Ja, Sie sind ein Roboter. Man erteilt Ihnen Befehle und schlagen Sie Leute zusammen. Sie lassen andere für sich denken. Wann habe ich jemanden geschlagen? Ach, hören Sie doch auf! Sie sind ein billiger, handlanger, kapitalistischer Unterdrücker. Mit Ihnen will ich überhaupt nicht reden. Erstens bin ich nicht billig. Und zweitens sind Sie viel zu jung, um zu wissen, was Unterdrückung wirklich bedeutet. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden, auf dem Rohr, mit dem die Polizistin niedergeschlagen wurde. Hä? Das war Notwehr. Notwehr? Ja, die hat um sich geschossen, die wollte uns alle umbringen. Was? Baumann sagt, Ilka Grein hätte auf die Angreifer geschossen. Deshalb hat er sie niedergeschlagen, sagt er. Danach hätten sie sich aus dem Staub gemacht. Das überrascht den Kollegen Schmücke jetzt nicht besonders. Weißt du irgendwas, was wir noch nicht wissen? Majewski behauptet genau das Gleiche. Er sagt, er konnte in die Werkstatt sehen und hat beobachtet, wie Ilka Grein eine Waffe in der Hand hatte und dass sie damit geschossen hat. Nee, du hast doch ihre Waffe in der Nacht überprüft. Da hat kein Schuss gefehlt. Die Waffe war sauber. Ja, ja. Das war Stunden später. Die hat einfach nachgeladen. Naja, und wo hat sie die Munition her? Das ist ganz einfach. Schwarzbestände. Puh.
Man geht zum Schießen, quittiert für 50 Patronen, verschießt aber nur 48 und schon hat man zwei übrig. Aber wozu soll es gut sein? Ein unüberlegter Warnschuss zum Beispiel, das kann jedem passieren. Ein Schuss ist raus, wollen Sie dafür 100 dienstliche Äußerungen schreiben? Nee. Warum wollen Sie nochmal meine Pistole? Weil wir noch etwas überprüfen müssen. Aber Sie haben die Pistole doch schon gecheckt. Ja, aber nicht im Labor. Wären Sie so freundlich? Ich kann ja nicht unbewaffnet rausfahren. Sie werden heute gar nicht rausfahren, Frau Kollegin. Außerdem sollten Sie sich mit Ihrer Kopfverletzung lieber krankschreiben lassen. Was soll ich zu Hause? Ihre Waffe, bitte. Sonst noch was? Ja. Haben Sie mir irgendetwas mitzuteilen? Ich habe Ihnen alles gesagt. Sie haben gestern Abend behauptet, Ihre Waffe nicht gezogen zu haben. Mhm. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Links ist eine Hülse aus der Werkstatt, rechts die aus der Waffe von Ilka Krein. Die sind identisch, aber das heißt doch... Mit der Waffe der Kollegin wurde gestern Nacht am Tatort geschossen, definitiv. Das Projektil dazu werde ich noch untersuchen und mit dem aus Nils Rotters Kopf vergleichen. Es müsste auch jeden Moment aus der Rechtsmedizin kommen. Ja, 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 ja! Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ich hatte Angst. Es waren so viele und die hatten mich eingekreist und... Da haben Sie abgedrückt. Aber es war doch nur ein Warnschuss. Einer? Ja. Und die anderen beiden haben Sie gezielt abgegeben. Auf wen? Ich habe nur einmal abgedrückt. Sind Sie sicher? Ja. Aus Ihrer Pistole wurden aber drei Schüsse abgegeben. Nicht von mir. Die Polizistin gibt einen Warnschuss ab. Sie schlagen sie mit dem Rohr nieder. Was ist dann passiert? Bin ich abgehauen. Das konnten Sie doch gar nicht. Da kam ein weiterer Polizist zur Tür rein. Ja, da war kein anderer Bulle. Hatte der Beamte seine Pistole gezogen? Dann haben Sie Ihre Tabletten nicht genommen? Da war kein anderer Bulle. Sie haben einer bewusstlosen Kollegin die Waffe abgenommen. Nee, habe ich nicht. Wer hat zuerst geschossen? Der Polizist, der in die Werkstatt kam, oder Sie? Ich hab nicht geschossen, Mann. Als ich wieder aufgewacht bin, da lag meine Pistole neben mir. Dann muss jemand anderes damit geschossen haben. Gut. Dann laden Sie Ihre Pistole nach und tun so, als ob nichts geschehen wäre. Halten Sie das für normal, Frau Kollegin? Ja. Also haben Sie doch gemerkt, dass mehr Patronen fehlten. Ja, Ilka, warum haben Sie uns denn nichts gesagt? Sie hätten noch anrufen können. Mir fehlen Patronen. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Ich war durcheinander. Aber nicht so durcheinander, dass Sie nicht Ihre Waffen reinigen konnten und nachladen konnten. Außerdem haben Sie Ihre Hände so geschrubbt, dass wir keine Schmauchspuren mehr nachweisen konnten. Und wer sowas macht, der hat was zu verbergen. Ich sage die Wahrheit. Ich habe nur einmal abgedrückt. Sie müssen dreimal geschossen haben. Nein! Nein, das war nicht so. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe Nils nicht erschossen. Er ist durch Ihre Waffe getötet worden. Ist er nicht? Was? Frau Weigand hat inzwischen ein Vergleichsgeschoss aus ihrer Waffe untersucht. Das Projektil ist mit dem, das in Nils Rotters Kopf gefunden wurde, nicht identisch. Lieber Gott, danke. Sie haben wirklich geglaubt, ich wäre es gewesen. Das haben Sie wirklich gedacht.
Und Sie bleiben dabei, Sie haben nur einmal geschossen. Ich weiß es doch nicht, vielleicht... Was heißt denn hier vielleicht, Frau Greil? Vielleicht reicht hier nicht. Der Majewski, der hat doch auch behauptet, dass eine Polizistin dreimal geschossen hat. Ja. Majewski? Ja? Johannes Majewski? Ja. Das kann nicht sein. Die kennen sich alle. Die haben alle eine gemeinsame Vergangenheit. Wir hätten uns an die erste Kriminalistenregel halten sollen. Verdächtige den Zeugen. Was ist denn damals genau passiert? Nach einem Raubüberfall läuft eine Fahndung. Eine Streife stoppt einen Wagen. Die Polizisten sind Nils Roth und Ilka Greil. Genau. Im Wagen sitzt Johannes Majewski. Er zieht eine Waffe, schießt sofort daneben. Nils Rotter schießt zurück, Majewski wird in die Brust getroffen, eine Notoperation rettet sein Leben. Und er wird verurteilt wegen versuchten Totschlags. Und jetzt wird Nils Rotter erschossen. Und Majewski ist in unmittelbarer Nähe. Auch geglaubt, ich wäre es gewesen? Das haben Sie doch fast selbst geglaubt, oder? Was? Sie haben sich verhalten wie jeder Kriminelle, mit dem wir es hier zu tun haben. Leugnen, vertuschen, lügen. Das stimmt nicht. Doch. Wir haben Sie gefragt, ob Sie die Waffe in der Hand gehalten haben. Sie haben Nein gesagt, aber haben Sie die Pistole gezogen. Wir haben Sie gefragt, ob Sie geschossen haben. Und was haben Sie gesagt? Nein. Ich... Moment. Und was kam raus? Dass es wieder nicht stimmte. Erst danach haben Sie alles zugegeben. Ich meine, Sie sind doch selber Polizistin. Ich... Was? Nichts. Sie haben gesagt, dass ein Schuss gefallen ist. Und am Ende waren es wieder drei. Ich weiß doch wirklich nicht, wie oft ich abgedrückt habe. Ich bin aufgewacht, da lag meine Pistole neben mir. Ich habe sie eingesteckt, da zähle ich doch nicht die Schüsse, die fehlen. Aber als Sie nachgeladen haben. Gibt es irgendetwas, das Sie uns bisher vorenthalten haben? Ist vorgestern Nacht irgendwas passiert, von dem wir noch nichts wissen? Woran Sie sich vielleicht nicht erinnert haben oder dem Sie keine Bedeutung beigemessen haben. Irgendwas, das mit dem Tod von Ihrem Kollegen zu tun hat. Nein. Danke. Der Polizist, der Sie vor 4 Jahren angeschossen hat, wird selber erschossen. Und Sie sind ganz zufällig am Tatort. Der war das? Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Nee, Sie behaupten ja, eine Polizistin hätte ihn erschossen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesehen, dass sie abgedrückt hat. Ach, das konnte ich erkennen.
aber nicht, dass das dieselbe Frau war, die dabei war, als Hauptmeister Rotte auf Sie geschossen hat? Nein. Ich werde Ihnen sagen, wie das war. Sie waren durch Zufall auf diesem Fest. Gut. Die Polizei erscheint. Sie erkennen die beiden Beamten, die Sie damals ins Gefängnis gebracht haben. Es kommt zum Tumult. Die Polizisten geraten in Bedrängnis, flüchten in die Werkstatt und Sie sehen Ihre Chance gekommen, sich zu rächen. Tja. Ich lasse jetzt erstmal Ihre Hände auf Schmauchspuren untersuchen, denn sowas lässt sich nicht so leicht abspüren. Herr Kommissar, ich habe noch 3 Monate. Die Schlosserei, in der ich arbeite, übernimmt mich. Astrid hat unsere Wohnung schon eingerichtet. Wir werden heiraten. Glauben Sie ehrlich, dass ich das alles riskiere? Ich habe nicht behauptet, dass Sie die Tat geplant haben. Ich habe den Polizisten nicht ermordet. Sie wollen mir was anhängen, ja? Hört das denn nie auf? Geht das mein ganzes Leben so weiter? Hannes hat auf keinen Polizisten geschossen. Entschuldigen Sie, deshalb ist er ja vor 4 Jahren verurteilt worden. Wegen versuchten Totschlags an einem Polizisten. Und dieser Mann ist letzte Nacht erschossen worden. Er hat nicht auf ihn geschossen. Nicht in dieser Nacht und doch damals nicht. Er war unschuldig. Ja, das ist uns bekannt. Er hat diesen idiotischen Raubüberfall begangen, ja. Hannes war damals in mieser Gesellschaft. Er hat viel Blödsinn gemacht, aber er hat auf keinen Polizisten geschossen. Sie waren schon zusammen damals. Ich lieb ihn. Ich weiß, Sie können sich das nicht vorstellen, aber ich habe ihn immer geliebt. Damals, als er ins Gefängnis kam. Die ganze Zeit, als er nicht bei mir war. Und jetzt liebe ich ihn noch viel mehr. Denn er hat sich geändert. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Sie würden alles für ihn tun? Ja, würde ich. Und ich würde auch für ihn liegen. Sofort. Aber das brauche ich nicht. Hannes hat nicht auf diesen Polizisten geschossen. Gestern nicht und auch damals nicht. Waren Sie dabei? Damals? Hannes hatte die Hände oben. Und dieser Kerl, der hatte so eine Angst, der hat einfach abgedrückt. Erst danach haben Sie die Pistole bei Hannes im Auto gefunden. Sie haben sie ihm in die Hand gelegt und abgedrückt. Und dann erst haben Sie den Notarzt gerufen. Hannes wäre beinahe gestorben. Und das genau hat er vor Gericht gesagt. Die Richter glauben doch nur der Polizei. Hier steht alles drin. Alle haben sie gelogen. Nur deshalb hat er 7 Jahre gekriegt. Da hat er doch sicher eine Riesenwut auf diese Beamten. Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Hannes hat ihm nichts getan. Und er war letzte Nacht die ganze Zeit bei Ihnen? Ja. Und Sie waren nicht in dieser Werkstatt? Nein. Und er hat diese beiden Beamten nicht erkannt? Wie denn? Im Dunkeln, in dem ganzen Chaos? Und Sie? Haben Sie irgendwas gesehen? Diese Polizistin hat geschossen. Die hat ihn umgebracht. Ihre Pistole ist nicht die Tatwaffe. Trotzdem. Das kann nur sie gewesen sein. Ja, warum? Warum sollte sie das tun? Ja, was weiß ich denn? Irgendein Beziehungsscheiß. Beziehung? Was denn für eine Beziehung? Die hatte doch was mit dem. Deswegen hat sie im Prozess auch für ihn gelogen. Was war zwischen Nils Rotter und Ilka Grein? Wollen Sie das nicht Ilka selbst fragen? Das werden wir. Aber im Moment fragen wir Sie. Hatte Ilka Krein irgendwann mal was mit Nils Rotter? Ja. Sie war immer hinter ihm her, schon früher. Mit Erfolg? Also ja. Später hat er ja Jenny geheiratet. Hat Nils Rotter Ilka Krein wegen Jenny verlassen? Moment mal. Die hatten jetzt was miteinander. Ja, aber das war schon vorbei. Nils hat vor kurzem mit dir Schluss gemacht. Danke. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ein Polizist wird erschossen und so ganz nebenbei erfährt man, dass die Polizistin, die mit ihm am Tatort war, eine Affäre mit ihm hatte. Keiner hält es für nötig, uns irgendwas zu sagen. Das sind alles Polizisten. Ah, deine Pfoten weg! Was soll denn der Scheiß? Ich habe nichts getan. Ja, sie haben nichts getan. Sie haben versucht, eine Polizistin totzuschlagen. Doch, ist denn doch ein verlunder Mann? Zählen Sie das dem Hauptrichter. Komm, lass. Ah, mein Arm. Die Affäre zwischen Ilka und Rotter, davon hat doch sicher nicht nur Holst was gewusst. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und seine Frau Jenny?
Was? Tut mir leid, aber wir müssen die Frage stellen. Also, wussten Sie, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit Ihrer Kollegin Ilka Grein hat? Wir meinen jetzt nicht die Zeit vor Ihrer Ehe. Wovon reden Sie? Die beiden waren noch mal ein Paar, oder? Ein Paar. Nee, die waren nie zusammen. Die wollte das ja, die wollte das immer. Aber sie hat ihn nicht gekriegt. Wie es scheint doch. Die beiden hatten eine Affäre. Niemals. Allerdings hat ihr Mann das Verhältnis vor kurzem beendet. Offenbar hat der ein oder andere im Revier davon gewusst. Aber Sie haben davon nichts mitbekommen. Was wollen Sie damit sagen? Wo genau waren Sie gestern während des Einsatzes? Ich war auf Streife. Die ganze Zeit. Sie glauben doch nicht, dass... Diese verdammte Schlampe poppt mit meinem Mann. Der macht Schluss, dann bringt sie ihn um und dann kommen sie zu mir, um mich zu fragen, ob ich ihn erschossen habe. Die war's. Die hat schon immer alles kaputt gemacht. Alles und jeden. Versprochen, dass wir zusammenziehen. Dass er sie wieder verlässt. Ich habe alles für ihn getan. Immer. Wie lange ging das zwischen ihnen? 2 Monate oder so. Er hat mir versprochen, er verlässt sie. Hat er aber nicht. Er hat mit ihnen Schluss gemacht. Nein, das ist nicht wahr. Kann denn in diesem Fall irgendjemand irgendwann einfach mal nur die Wahrheit sagen? Ihr Streifenkollege hat alles mitbekommen. Sie haben Nils eine Szene gemacht in der Umkleide. Und ihm gedroht, sie bringen ihn um. Ich war es nicht. Ich habe Nils nicht umgebracht. Frau Weigand, was ist denn mit den Schmauchspuren bei Majewski? Positiv. Das heißt also, er hat geschossen? Ja, das lässt sich schwer sagen. Es gibt jede Menge Einbrände in der Haut. Aber genau die Spuren sind wenig spezifisch. Was heißt das? Der Mann arbeitet in einer Schlosserei. Da fliegen ständig Funken. Und mit Graphit kommt er sicher auch in Berührung. Ja, verstehe. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wirklich keinen Beweis dafür liefern, dass er mit einer Pistole geschossen hat. Und Ilka Grein hat aber definitiv geschossen. Ja, aber die tödliche Kugel kam nicht aus ihrer Waffe. Wir haben jede Menge Motive, unterschiedliche Zeugenaussagen, toten Kollegen und leider keine Ahnung, wie das alles passiert ist. Was machen Sie denn jetzt mit Majewski? Der sitzt ja schon. Für den brauche ich wenigstens keinen Haftbefehl. Haben Sie auch wieder recht. Komm schon, Kleines. Ganz ruhig. Das schaffst du schon. Ich will das nicht nochmal. Ich halte es nicht nochmal aus. Es wird alles gut. Diesmal wird wirklich alles gut. Ich verspreche es dir. Ich hab dich lieb. Hey, nein, das musst du mir glauben. Hören Sie auf.
müsst ihr mir glauben. Majewski. Der Majewski ist es gewesen. Das haben Sie gesehen? Ja. Was soll das jetzt? Was haben Sie gesehen? Ich... Ja, was denn? Majewski muss es gewesen sein. Er hat Nils erschossen. Du drehst dir die Welt so, wie du sie brauchst. Du bist schon immer eine verdammte Lügnerin gewesen. Ich kann nicht mehr gerade ausdenken. Ich habe nur 3 Stunden gepennt. Sagt man nicht, im Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf? Es ist ein Gerücht. Oh. Was haben Sie denn? Die Spinne. Wo ist denn die Spinne? Ganz ruhig. Nur die Ruhe. Ich habe sie rausgelassen. Was? Ich habe sie aufs Fensterbrett gesetzt. Draußen. Sie können so ein kleines Tierchen nicht einfach einsperren. Sagen Sie mal, Frau Kollegin, haben Sie Probleme mit Spinnen? Ich? Nö, wieso? Nee? Na gut, dann machen wir mal weiter. Also, was wissen wir? Wir haben 3 Verdächtige. Ja, Nummer 1, Baumann. War am Tatort. Also, wenn der tatsächlich eine Pistole hatte, damit hätte er doch Ilka Krein bedrohen, sogar auf sie schießen können. Stattdessen schlägt er sie mit einem Eisenrohr nieder. Warum? Gute Frage. Wir haben auch keine Beweise, dass er geschossen hat. Ilka Krein. Sie hat ein starkes persönliches Motiv. Sie war am Tatort und sie hat uns schon oft belogen. Ja, ihre Pistole ist nicht die Tatwaffe. Und Majewski hat auch ein starkes persönliches Motiv und er war definitiv auf dem Hoffest. Können wir beweisen, dass er in dieser Werkstatt war? Nee, können wir nicht. Was ist in der Werkstatt passiert? Hier lag die Leiche von Nils Rotter. Die Schüsse auf ihn kamen aus dieser Richtung. Also muss der Mörder hier irgendwo gestanden haben. Hier fanden wir auch 3 Hülsen. Also eine Hülse ist von Ilka, der Warnschuss an die Decke. Und dann, einer geht daneben, einer trifft. Weiter. Der Schütze haut ab. Wohin? Ja, raus aus der Werkstatt, wieder auf den Hof zurück. Durch diese Tür hier? Na, er muss doch damit rechnen, dass jeden Moment Polizisten kommen. Ich weiß, aber es gibt ja keinen anderen Ausgang. Sind Sie sich da sicher? Nichts. Man kommt hier sonst nicht raus. Es gibt nur diese eine Tür. Ja, und die Fenster zum Hof. Kommt mal her. Kommt mal her. Guckt euch das mal an hier. Ist ja noch ein Raum. Ja. Kommt man irgendwie raus? Na, das ist ein Durchgang. Wir das so übersehen. Hoffentlich fasst sie nicht in die Spinne. Das hörst du dann schon. Frau Lindner? Kommen Sie! Hier ist eine Tür! Was sagt ihr? Ach nee. Tja, so kann man natürlich unbemerkt verschwinden. Die Leiter. Was für eine Leiter? Die hat jemand umgestellt.
Die stand doch gestern noch in der Werkstatt. Daran können Sie sich erinnern? Hallo, ich bin Kriminalistin. Das heißt doch, jemand hat vermutlich die heute erst hierher gebracht. Hier sind zwei Abdrücke. Warte. Und? Passt. Die Leiter stand hier. Frau Lindner? Schon klar. Danke. Halten Sie? Ja. Und? Ist da was? Verdammt! Was denn? Die Pistole, sie hat hier gelegen. Was? Ja, hier ist ein Abdruck. Da lag die Waffe die ganze Zeit da oben. Keine 20 Meter vom Tatort. Die Weigern muss her. Und zwar schnellstens. Hier wird alles umgekrempelt. Bevor es anfängt zu regnen. Schmücke hier, Frau Weigern. Hände ans Lenkrad! Ich will die Hände sehen! Nils, was hast du denn da gemacht? Der wollte schießen, Mann. Du hast es doch gesehen, Mann, der wollte schießen. Mann, er hatte doch nicht meine Waffe. Der wollte nicht nur schießen. Der hat... Was? Grüß dich, Frau Lindner. Danke. Morgen. Haben wir denn schon irgendwelche Ergebnisse? Ja, wir haben die Reste des Abdrucks gesichert. Hm. Also für mich bestehen da keine Zweifel. Da lag eine P-225. Hm. So eine wie die da zum Beispiel. Tja, lag. Dort, wo die Leiter am Dach stand, da haben wir an der Dachkante Wollfasern gesichert. Die sind aber noch in der Analyse. Wir hatten die Lösung des Falls direkt vor der Nase. Wenn wir die Tatwaffe haben, haben wir nicht automatisch den Mörder. Ist ja richtig. Hauptkommissar Schneider, würden Sie bitte damit aufhören? Ja. Es nervt. Ja, ja. Das ist die Waffe von Ilka Krein, ja? Ja. Haben Sie mal die Seriennummer der Dienstpistolen vom ersten Revier? Ja. Wir liegen falsch, total falsch. Wie? Bitte? Was? An dem Abend vor dem Streifeneinsatz hat Ilka Krein die Waffe fallen lassen. Ich war dabei. Dabei ist ein kleines Stückchen von der Griffschale abgeplatzt. Hier. Und die ist doch hier in Ordnung. Heißt das also? Das ist nicht die Waffe von Ilka Krein. Und laut Seriennummer ist das die Waffe von Nils Rotter. Das kann doch nicht wahr sein. Das stellt doch alles auf den Kopf. Wie kommt die Waffe zu Ilka Krein? Und wo ist Ihre Dienstpistole? Ja. Ja, die lag dann wahrscheinlich auf dem Dach. Dann kam der tödliche Schuss also doch von ihr. Das können wir ohne die Pistole nur vermuten. Nicht beweisen.
Vielleicht brauchen wir die Pistole gar nicht. Hier hat Ilka Krein reingeschossen. Genau hier. Na, dann wollen wir mal gucken. Ich habe direkt neben ihr gestanden, habe sie noch getröstet. Dann habe ich es einfach vergessen. Es hat ja bis jetzt auch keine Bedeutung. Und? Was sagen Sie? Oben ist das Projektil, das den Kollegen getötet hat, und unten das aus der Ladekiste. Stimmt überein. Nils Rotter wurde also durch eine Kugel aus der Dienstwaffe von Ilka Krein getötet. Sie wird bestimmt behaupten, andere hätte mit ihrer Waffe geschossen, nachdem man sie niedergeschlagen hat. Warum hätte der Mörder Rotters Pistole bei ihr lassen sollen und die Tatwaffe nimmt er mit? Nee. Naja, das macht keinen Sinn. Das würde sie ja entlasten. Aber wenn sie es war, ist sie dann durch dieses Fenster geklettert? Alles in Ordnung? Zwei tote Polizisten in 48 Stunden, was soll in deinen Augen sein? Hast ja recht. Tut mir leid. Warum haben wir uns nicht um sie gekümmert? Warum haben wir sie gestern Abend nicht da behalten? Wir hätten das verhindern können. Wir hatten keine Rechtsgrundlage, sie festzuhalten. Das weißt du. Ihre Dienstpistole, wir haben doch jetzt erst den Beweis. Es konnte doch keiner ahnen, dass das alles so kommt. Trotzdem. Laut Nummer ist das die Dienstwaffe von Ilka Krein. Die Waffe, mit der Nils Rotter getötet wurde. Und jetzt sie. Passt denn ganz sicher Suizid? Die Spuren lassen keine Zweifel zu. Sie hatte die Waffe in der Hand, als der Schuss ausgelöst wurde, und sie hat doch selbst abgedrückt. Sicher. Wenn irgendjemand anders ihr die Pistole in die Hand gelegt hätte, würde es anders aussehen. Dann war sie also doch in diesem Hof hinter der Werkstatt, hat die Waffe aufs Dach geworfen und sie sich nun wiedergeholt. Warum hat sie die Waffe nicht richtig verschwinden lassen? Das war doch das einzige Beweismittel für den Mord. Vielleicht hilft uns das weiter. Meine Mutter hatte recht. Alles gleicht sich aus im Leben. Damals wurde dieser Majewski bestraft. Für etwas, was er nicht getan hat. Weil ich gelogen habe. Für Nils. Ich habe ihn doch so geliebt. Das ist jetzt meine Strafe. Keiner wird mir glauben. Die Pistole in meinem Bad. Keine Ahnung, wer das war. Klar. Der letzte Beweis. Damit wurde Nils getötet. Mein Nils. Und ich. Ausgerechnet ich.
ich soll ihn getötet haben. Ich war es nicht. Ich kann nicht mehr. Weigand hat die Pistole genau untersucht. Die Dreckspuren daran stammen eindeutig vom Dach der Garage. Also lag die Tatwaffe tatsächlich da oben. Und es muss so gewesen sein, wie Ilka Greiner in ihrem Abschiedsbrief geschrieben hat. Man hat ja die Waffe untergeschoben. Ein aufgebrochenes Kellerfenster, fremde Schuhspuren unter Dreck im Bad. Das spricht auch alles dafür. Also hat ein anderer Nils Rotter erschossen. Mit der Waffe von der Kollegin Grein. Ja, da ist immer noch eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum hatte sie dann Rotters Pistole? In ihrer Vernehmung hat sie doch gesagt, als sie wieder zu sich kam, lag die Waffe neben ihr. Sie denkt, es ist ihre und steckt sie ein. Vielleicht war es so. Als Nils Rotter tödlich getroffen wird, hat er die Pistole in der Hand, er bricht zusammen, sie fällt ihm runter. Und sie schlittert dann noch ein gutes Stück über den Boden und landet schließlich in der Nähe von Ilka Grein. Wäre aber ein Zufall. Es kann nur so gewesen sein. Dann flüchtet der Mörder über den Hof und wirft die Waffe auf das Garagendach. Als er mitkriegt, dass wir Ilka Grein im Visier haben, holt er die Waffe vom Dach, bricht bei ihr zu Hause ein und versteckt dort die Waffe im Bad. Ja. Wer könnte das gewesen sein? Na, der, der die beste Gelegenheit dazu hatte. Der, der Ilka Grein niedergeschlagen hat. Sie sind doch verrückt. Wie soll ich denn das gemacht haben? Wann soll ich denn die Knarre geholt haben? Ich war die ganze Nacht in U-Haft. Sie sind doch intelligent, äußerst anpassungsfähig. Sie haben Freunde, einen Anruf genügt und schon helfen die Ihnen. Sie wollen mir diesen Mord anhängen. Ja, ich habe diese dumme Bulette niedergeschlagen. In Notwehr. Mehr war aber nicht. Notwehr. Sie haben es doch von Anfang an drauf angelegt. Bullenklatschen heißt das bei Ihnen. Die Kollegin ist tot. Wie? Das kann doch gar nicht sein, die war doch nicht mehr im Krankenhaus. Sie hat sich erschossen. Wie? Kommen Sie mir jetzt mit so einem Scheiß, dass sie sich in Wirklichkeit gar nicht selber erschossen hat, sondern ich sie, oder wie? Nee, Sie waren ja in U-Haft. Sie haben sie bewusstlos geschlagen in der Nacht. Dann kam ein anderer Polizist in die Werkstatt. Nein, da war kein anderer Bulle. Er sieht sie, wie sie neben seiner Kollegin knien, zieht die Waffe, sie greifen sich die Pistole der Kollegin und erschießen ihn. Nein. Der Kollege erwidert das Feuer. Er schießt dreimal, trifft aber nicht. Aber sie. Sie töten ihn mit einem Kopfschuss. Und dann fliehen sie durch das Seitenfenster. Die Pistole müssen sie jetzt natürlich schnell loswerden. Sie werfen sie auf das Dach der Garage hinter der Werkstatt. Als wir sie fassen, wird's eng für sie. Und dann denken Sie sich, das wäre doch ganz gut, wenn die beiden Polizisten aufeinander geschossen hätten. Damit kommen Sie nicht durch. Ich war das nicht. Ja, wer dann? Was weiß der nicht? Ich bin doch kein Kommissarmensch. Ich habe ja eine reingehauen. Okay, ja. Und dann bin ich abgehauen, vorne raus, wo ich auch reingekommen bin. Hat jemand gesehen? Kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Freunden. Ja. Ja, da... Da war eine Frau und ein Mann. Was, wo? Ja, die kamen gerade, als ich rausgegangen bin. Die müssen mich gesehen haben. Leute aus dem Haus? Ja. Die wohnen vorne, wo die Bonzen wohnen. Die Faseranalyse vom Dach ist da. Es ist dicke Wolle. Die Fasern sind unterschiedlich gefärbt. Hauptsächlich rot, aber es ist auch lila dabei und gelb. Rot meliert. Naja, vielleicht ein Wollschal oder ein Pulli. Ja, vielleicht. Haben Sie vielleicht noch mal die Fotos da, die vom Hoffest? Ja, natürlich. Hoffest. Hm? Bitte. Wir haben die ganze Zeit total falsch gelegen.
Was soll das? Was suchen Sie? Was wollen Sie überhaupt von mir? Sie vorläufig festnehmen, Frau Pohl. Was? Die Polizistin ist tot? Sie hat sich erschossen. Selbstmord? Sie hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Sie hat dabei die Waffe benutzt, mit der ihr Kollege getötet worden ist. Also war sie die Täterin? In ihrem Abschiedsbrief bestreitet sie, dass sie ihren Kollegen erschossen hat. Abschiedsbrief? Es sieht so aus, als ob jemand die Waffe in Ilka Greins Haus platziert hat, um sie zu belasten. Und damit kommen Sie jetzt zu mir? Sie waren es nicht. Sie haben ja das beste Alibi der Welt. Sie saßen im Gefängnis. Aber Sie waren in der Tatnacht in der alten Werkstatt, im Hof. Sie und Ihre Verlobte. Das ist nicht wahr. Wir haben Fasern von einer Wolljacke gefunden. Am Dach hinter der Werkstatt. Von dieser Jacke. Und gestern Nachmittag haben Sie die Waffe vom Dach geholt, allein. Denn Ihr Verlobter sitzt im Gefängnis. Sie sind zum Haus von Ilka Grein gefahren, dort eingebrochen und haben die Waffe dort versteckt. Das lässt sich alles anhand von Spuren beweisen. Als Sie vor 4 Jahren bei Ihrem Raubüberfall von Nils Rotter und Ilka Grein gestellt wurden, haben Sie nicht geschossen. Heißt das, Sie glauben mir jetzt? Das hat Ilka Grein in Ihrem Abschiedsbrief zugegeben. Jetzt weiß ich spätestens. Aber als Sie dann die beiden zufällig auf dem Hoffest wiedersahen, muss das doch wie ein Déjà-vu für Sie gewesen sein. Und als dann noch der Kollege seine Pistole zieht, war das wie ein Albtraum. Wie damals. Als er vor mir stand und auf mich gezielt hat. Auf dem Fest, als die Schlägerei mit der Polizei losging. Ich wollte dann nur noch weg. Astrid wusste einen Weg durch die alte Werkstatt. Dass da ein Ausgang ist. Komm! Wir müssen dir helfen! Sie liebt noch. Dann ist gut, dann lass uns jetzt gehen. Jetzt warte doch mal! Komm! Polizei! Uns umgebracht. Uns alle beide. Ich wollte niemandem etwas tun. Ich wäre in 3 Monaten rausgekommen. Sie lag da und hat geblutet. Ich bin noch krankenschwester. Ich musste ihr doch helfen. Beide so kurz davor. Warum? Warum muss sich alles wiederholen? Stehst du hier, Fall ist gelöst und es gibt nur Verlierer.